Lo siento. Dein Deck ist Müll. Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet. Und Bloom, eins auszuwischen, stand schon lange auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Marcus, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf, wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden, und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arni der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voila! Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Thank you.
Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da, der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte der Zack heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such dir aus. Ich schicke der Zack dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Ops gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Echt abgefahren, was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Wand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeadSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch. Ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Josh entdeckt. Anti-CTOS-Videos auf Envite zu posten. Der Junge läuft mit einer Plastik-Halloween-Maske herum. Ein Totenkopf. Aber der allerbilligste Totenkopf, den er finden konnte. Man sieht durch das Ding seine Augen. Ein absolutes No-Go in Sachen Profiler meiden. Er hat seine Stimme verzerrt, benutzt aber noch dieselbe Ausdrucksweise. Josh ist ein hochfunktionaler Autist. Er hat also eine ganz besondere Art zu sprechen. Sitara konnte ihn leicht aufspüren. Aber er war ganz anders, als wir es erwartet hatten. Wenn es ums reine Codieren geht, spielt Josh in einer höheren Liga als der Rest von uns. Wir haben sein CTOS-Profil gesehen und da sind allerlei böse Hinweise erschienen. Emotional zurückgeblieben. Labil. Sogar wenig Punkte bei der geistigen Reife. Nichts davon trifft zu und er wurde schnell zur Aktivistenseele unserer Gruppe. Er sieht die Dinge zumeist schwarz-weiß, fair und unfair. Weshalb er manchmal erfrischend und oft auch urkomisch rüberkommt. Wir haben kurz gesehen, was CTOS ihm angetan hat. Abgelehnte Pflegeprogramme, gekürzte Unterstützung, Überberechnung. Wir boten ihm Hilfe an, die Sache wieder ins Lot zu bringen. Als wir Josh kennenlernten, hatte er die richtigen Intentionen, aber den falschen Ansatz. Wie ein Laser, der eine Lightshow erzeugt, statt Löcher zu brennen. Wenn ihn Blooms System arbeitsunfähig machen will, dann schnappen wir ihn uns natürlich und setzen ihn direkt auf Bloom an. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun. Und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Die Original Chicago DeadSec koordiniert ihre Operation. Alle arbeiten vorrangig auf dasselbe Ziel hin. Gerüchten zufolge gibt es bei der anführerlosen Gruppe ganz oben jemanden, der sagt, wo es lang geht. Den Rat der Daves. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendjemand kanalisiert ihre Anstrengungen. Ich weiß das, weil ich sie genau studiert und sogar einige ihrer Ops ausprobiert habe. Ich wollte sie emulieren. Wollte herausfinden, was funktioniert und habe es bei uns angewandt. Doch die Mitglieder unserer Bay Area DeadSec könnten verschiedener nicht sein. Gäbe es ein Spektrum zwischen Anarchist und Aktivist, würden wir das Ding wohl komplett ausfüllen.
Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Ops in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Ops. Oh, darf ich dich mal kraulen? Du bist ein guter Hund. Das Blatt scheint sich zu wenden. Bist du aber brav. Gott, gib mir Kraft. Ruf deinen Krankenwagen! Verarschst du mich? Aha. Wer glaubt denn noch an diesen New Dawn Bullshit? Das ist offensichtlich eine als New Age Kirche verkleidete Gelddruckmaschine. Die nehmen in der Regel die Ungebildeten und Älteren ins Visier. Aber die haben Zulauf von intelligenten, wortgewandten Promis. Was ist da los? Und wie kann ich damit kassieren? Isto está de la verga. Híjole. Wow, was zum Henker. Que carajo. Am meisten hasse ich an New Dawn, wie arrogant alle sind. Sie sind gegen Psychologie, Medizin, Evolution. Zeit ausgestiegen. Da hat man schon all diese Privatsphäre-Einstellungen und sonstige Scheiße mit Updates hier bei Invite. Oh, sorry, war keine Absicht. So viele Schandflecke in dieser Stadt.
Also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcany hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Wie fühlt es sich an, ein mittelmäßiges Arschloch zu sein? Nichts da, nope. Der Name Gene Carcany sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcany? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Soll das ein Witz sein? Was zur Hölle? Mein ganzer Tag ist versaut. So ein Scheiß. Schön, wie auch immer. Die Polizei ist unterwegs. Bitte bleiben Sie ruhig.